Da können wir dann zwei Goldbrüger rein und einen Ringmacher anschließen. Jetzt holen wir uns den nächsten Außenposten. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Und ich habe das Tutorial-Teil jetzt doch weggeklickt. Und wir haben hier doch kein fruchtbares Territorium. Glückwunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Gut, dann bauen wir erstmal hier. Okay, wir brauchen Steine. Gold, Gold. Ja, nee, halt. Kohle. Kohle. Gold. Gold. So. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. So, okay. Jetzt erstmal den Kirchenausbau. Der ist wichtiger. Wie sieht's bei Ludovic so aus? Im Augenblick baut er seine Kirche nicht aus. Gut. Das heißt, wir können unsere ausbauen. Ich habe keine Steine in meinem Gebiet. Unpraktisch. Eine neue Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. Ja, sehr gut. Ich glaube, der Sektor wäre als nächstes nützlich, weil ich da Steine kriegen würde. Bevölkerungsbelohnung. Nämlich die Steine, das ist wichtiger gerade als Werkzeuge. Weil da ist als erstes die Forschung hier wichtig. Oh, und jetzt sollte ich aber auch wirklich mal anfangen. Für Weizen zu sorgen. Wie schade. Ihr musstet einen Siegpunkt abgeben. Okay, sie haben schon 3 Siegpunkte. Hm.
Gebäude wurde ausgebaut. Ja, eigentlich sollte ich gleich zum Gegenschlag ausholen. So, ich hätte gerne Fisch. Knapper Sieg, aber es wird ein Sieg für mich. Da komme ich nämlich an den Fisch ran auch. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Das hier erstmal. So, jetzt kommt Weizen rein, das ist gut. Nein. Oder doch. Bauen wir da ein Lagerhaus hin. Hier ein Fischer. Hier ein Fischer. Und hier ein Lagerhaus. So. Fisch. 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 Pekiniere. Verteidigungen. Das wird Konradin irgendwann seine Armee wieder aufbauen. Auch wenn er auf den Handel geht. So, jetzt muss ich überlegen. Mühlen. Erstmal das hier.
Als wir den Geologen kriegen. Dann gucken, dass wir den Sektor hier hochziehen. Okay, Ludovic geht jetzt auf Militär wie Baldorus. Soll mir recht sein, das heißt, das Kirchenwesen halten wir selber sehr gut. Das eigentlich mit dem Sonnenkönig aus, hat Baldorus gerade. Das sollten wir auch langsam mal errichten. So machen wir das folgendermaßen. Hier noch ein Lager hin. Dass wir uns nämlich auch um Papiermühle und Buchdruck kümmern können. Okay, ich hoffe, dass jetzt dann bald mal jemand kommt. Ja, da kommt er. Um mein Territorium abzusichern. Gut, was ich dann gerne hätte, wäre... hier eine Schwertschmiede. Und unsere erste Metzgerei hätte ich auch langsam gern mal. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. So, dann machen wir das folgendermaßen. Okay, aber hier kriege ich keine Bäckerei mehr hin. Nein. Ich könnte übrigens die beiden wieder abreißen. Kostet mich zwar jeweils einen Prestigepunkt. Gibt mir allerdings mehr Platz. Dann
machen wir das so. Mühle.